Ja, komm, ja, komm. Komm, hey, mit mir mit. Komm, hey, mit was mit. Ist das hier für eine Maus, Kaspar? Was geht, was geht? Das ist hier mein kleiner Freund Rudi. Kennst du den? Rudi? Mhm. Ey, wir müssen mal jetzt hier mit Rudi entkommen. Wir sind hier in so einem Gefängnis eingesperrt bei Barry Boy. Hier war eben noch kein Laser. Hä, was ist das ich denn? Ich weiß, das hat irgendwer jetzt gerade erhitzt so. Das ist ein ganz, ganz krasses Ulti-Gefängnis jetzt hier. Guck mal, er sagt sogar irgendwas hier gerade. Was sagt er? Was? Er sagt, finde geht die Schaufel. Geh zur Toilette und entkomme, steht da. Hä? Okay, guck mal, warte mal hier. Guck mal, hier müssen wir graben, Kaspar, nimm die Schaufel. Warte mal, hier, okay, warte mal, Schaufel nehmen, so und... Mhm. Wow! Was war das denn? Oh mein Gott. Wir haben uns nach unten gegraben gerade. Wir sind in der Kanalisation. Ganz vorsichtig jetzt hier laufen, weil wir dürfen jetzt hier nicht so viel Mucks machen. Hier hat jemand sogar mit Kohle oder einem Edding so einen Pfeil rangemalt, ne, dass wir in diese Richtung laufen müssen. Aber denkst du, das könnte eine Falle sein von den Leuten aus dem Gefängnis? Von diesem Barry? Wer ist denn überhaupt dieser Barry? Also das Ding ist, pass auf, Barry haben wir ja schon mal gespielt, aber es ist genau. Barry Boy, das ist sein Sohn. Ah, Barry's Sohn. Ja, hier müssen wir lang. Ich sag hier lang, oder? Ja, geradeaus ist auch Sackgasse. Warum sind wir eigentlich so eine Schmalspur? Warum sind wir so dünn? Ja, wir sind schon ein bisschen länger im Gefängnis halt. Es gibt hier nicht genug zu essen. Ist so, Alter. Deswegen wollen wir auch ausbrechen, Leute. wir brauchen neue Sachen hier. Oh mein Gott, guck mal hier. Das ist so ein Zombie hier. Schon zu Halloween. Der Typ oder was? Der Typ vor mir. Was ist so einer? Du meinst hinten? Ach, der hier jetzt. Ja, so ein komischer Typ, der sieht aus wie so ein Zombie. Hä, warum ist das so ein cooler Skin? Ich will auch so einen coolen Skin haben. Sieht voll gruselig. Erstmal lieber, was für cool, der ist eher schaurig. Der sieht doch ganz gruselig aus. Ja, gruselig und schaurig, hast du schon recht. Ey, Barry Boy wird sich auf jeden Fall danach wundern. Ich glaube, hier sind wirklich, ich glaube, dass das hier irgendwie, also irgendwas hat er doch, führt er doch ein Schilde hier, oder nicht? Ja, der hat irgendwas geplant mit seinem Vater, ne? Vielleicht können wir auch immer so Barry 2.0 spielen. Das wäre richtig, richtig. Oh mein Gott, was ist das denn jetzt? Warte. Hä? Okay. Nein. Weiter. Vorsicht, die hängen, meine ich mal ganz kurz. Na, siehst du, wie die hängen? Die sollen hängen. Oh Gott! Oh mein Gott. Okay, ich bin auch rüber. Alles cool. Alles gut, haben wir gut gemacht, ne? Alles gut. Sehr gut, ja. Was glaubst du, Barry Boy? Glaubst du, es gibt auch Barry Girl? Glaubst du, dass er eine Tochter hat? Keine Ahnung. Ich könnte mir das vielleicht vorstellen, hat er oder? Die auch eingesperrt? Vielleicht müssen wir ihn auch gleich retten. Oder Barry Baby. Ne? Was wäre das denn für einer? Oder Barry Baby. Du hast recht, ne? Das ist eine riesige Knastfamilie. So wie Baby Longlegs einfach. Ja, genau. Bist du sowas? Ja, geh zur Toilette und entkomme. Wieder zur Toilette? Wir waren doch gerade schon in der Kanalisation. Hier lang, nee, oder? Nee, okay, andere Richtung. Ich glaube, das ist Sackgasse. Und guck mal, hier ist auch verschlossen. Guck mal, wo wir rausgekommen sind. Ja, wir sind gerade da rausgekommen. Jetzt kriegen wir es nicht mehr hoch. Das ist zu schwer. Hier hat jemand anscheinend ein bisschen übers Klo gepinkelt. Ist da ekelhaft. Da warst du doch eben auf Klo, sei ehrlich. Nee, du hast doch hier vor dem Video noch eine Wurst da gedrückt. Und jetzt ist ich war die ganze Zeit mit dir. Das kann ich gar nicht sein. Ich hab ein Alibi. Klar. Guck mal, Rudi ist wieder da. Rudi, da bist du ja. Sag mal, schön, dass du da bist. Aber er redet gerade nicht viel, ne? Nee, der redet gerade nicht. Er will nicht viel reden gerade. Rudi, okay, aber es ist schon mal gut. Rudi weiß nämlich, wie es rausgeht. Er ist ja eine Ratte. Und Oh Gott, pass auf hier. Das war gerade nicht so leicht, muss ich sagen. Was ist das denn da, sag mal? Und der will uns den Weg zeigen hier. Sei vorsichtig mit dem Ziel, sagt er. Hä? Guck mal, Rudi sagt in die Richtung hier. Er sagt in die Richtung. In die Richtung? Okay, nein, dann komm, lass in die Richtung gehen. Hier, über die ganzen Teile rüber. Das kann man auch berühren, okay. Achtung, oh Gott, Handschellen, ja. Ich weiß, ganz, ganz crazy Handschellen. Oh mein Gott, okay, hier schön rauf. So, optimal, kein Problem, jetzt hier alles, Problem. Alles easy sehr peasy, ne? Ja, easy. Oh mein Gott, was gehen die hier denn drauf? Oh, hey! Hä, was ist denn da? Das ist gar nicht so leicht, wir müssen, glaube ich, einfach springen die ganze Zeit. Ja. Nee, auch nicht. Nee. Man darf nicht springen, glaube ich. Du musst hier richtig Millimeterarbeit machen. Man muss richtig aufpassen. Ja, man ist sonst irgendwie unten. Okay, ich hab's rüber geschafft. Das war. Wenn du dir ganz so Schritt für Schritt gehst. Oh mein Gott, das war so knapp. Gerade hast du es bei mir gesehen. Alle, ich weiß, ich seh's, alle gehen vor dir. Nein, Kaspar. Ich hab's mir so gewünscht. Ich weiß. Ich zeig dir das jetzt mal mit. Springen mache ich das jetzt. Okay. Und du gehst jetzt auch gleich drauf. Hallo. Ich wusste es. Oh Gott. Optimal. Oh Gott. Alles mit gut. Mit Springen okay. Hat das funktioniert. Sehr schön. Oh. Du musst einen Weg finden, um rauszukommen. Ja, aber wo? Das wissen wir doch, hä? Das wissen wir doch, aber warte mal. Wir sind doch schon die ganze Zeit auf dem Weg. Wer ist das eigentlich? Unser Verbrecheranführer oder was? Ja, ich glaube, ich mache hier mal den Nagel raus. Vielleicht, warte mal. Ja, mach mal den Nagel raus irgendwie, aber... Oh, warte mal. Aber so Hilfe. Was? Wo bist du? Hier im Schrank? Hilfe. Wo bist denn du? Ich bin versteckt. Hä? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich bin hier auch im Schrank. Ach, lol. Ich dachte, du müsstest durch den Lüftungsschacht hier gehen.
Da kann man da rein? Nein, wir können durch den Schacht, also durch den Schrank gehen. Ja, man muss ja, ich dachte, du weißt, dass schon durchgelaufen gerade. Guck mal, Barry sagt hier wieder, nicht Barry meine ich. Wie heißt der nochmal? Sei vorsichtig, dass Wassersäure ist. Den sollten wir mal im Deutschbuch mitbringen, glaube ich. Oh Gott, ich glaube auch. Also Rudi sagt ja auf jeden Fall in diese Richtung hier, ja? Okay, diese Richtung. Ich meine, der wird sich auf jeden Fall auskennen, die Ratte. Also Rudi Ratterich, der wird auf jeden Fall wissen, wo es hier lang geht. Rudi Ratterich. Wo heißt der? Rudi von Ratterich. Rudi von Ratterich. Das war mal, er sagt Ratatouilles verschollener Bruder. Er sagt, er war ehemaliger König. Oha, der hat auf jeden Fall hier richtig unten regiert, ne? Kann angehen. Dem gehört das hier alles. So, nächster Checkpoint auf jeden Fall jetzt hier. Pass auf, hier, guck mal, das rostet richtig. Siehst du das, die Blasen? Stimmt. Das verätzt da gerade von der Säure. Das oxidiert. Das ist gerade noch am Verrosten, du hast recht. Das oxidiert gerade. Das stinkt ja auch. Der Luft. So, jetzt hier aber durch. Oh mein Gott, du glaubst, willst nicht wissen, wo ich runtergefallen bin. Also ich komme da irgendwie nicht durch. Das ist eine unsichtbare Wand, deswegen hier, zack, Stage. Ja, wo bist du? Oh, da bist du. Du bist oben jetzt, ne? Ja, jetzt bin ich schon oben. Sehr gut, okay. Pass auf. Parcours der Automaten, ne? Ist doch kein Problem. Ist doch kein Problem hier. Was dein Lieblings. Welches Getränk würdest du nehmen, wenn du bei so einem Automaten bist? Zeig mal, was gibt's denn hier überhaupt? Es gibt hier, Limette. Dann gibt es auch so Weintraube, Kirsche, Apfel. Ich glaube, ich würde Apfel. Aber auch Softgetränke, Fanta, Sprite, Cola. Ja, aber ich glaube, ich würde trotzdem so eine Apfelschorle nehmen oder sowas. Boah, das ist schon wichtig, ja. Apfelschorle und schon. Und deins? Ich muss sagen, also entweder wirklich, momentan bin ich voll so der Fanta-Dude irgendwie. Ja, ich liebe Fanta. Ne? Weißt du, was ich aber noch mehr liebe? Ist so Spezi, kennst du das? Das ist so, ja, ist auch das lecker. So stimmt. Ist auch lecker, hast recht. Okay, warte, diese Plattform ist gefährlich. Hier direkt die Cola, wenn wir schon davon reden, ne? Da muss man sich auch mal probieren. Ja, die Cola. Vorsichtig, hier rüberspringen. Lecker, lecker, lecker. So, Sperry Boy, ich will mich jetzt endlich mal rächen bei dem. Ich weiß auch nicht, also ich lass. Warte mal, pass mal auf, ey. Pass mal auf. Ich glaube, dass der jetzt hier gleich kommt. Ne? Ich glaube, der kommt. Glaubst du, ist er gleich unterwegs? Ja, der wird gleich kommen. Au! Ah! Mano, das hat weh getan. Easy. So, Qualenfischen. So, hier, ich wusste, dass du das sagen willst. Okay, so haben wir easy jetzt hier auch geschafft. So, kein Problem. Schön so, rüber. Ich erwähne jetzt mal ein bisschen das Tempo. Was war das gerade? Das war gruselig. Ich war auch gerade drin. Alter. Hä? Das Tempo jetzt mal ein bisschen erhöhen hier. Ne? Ich will jetzt Barry Boy, der muss jetzt langsam mal rauskommen. Ja, der muss auf jeden Fall langsam rauskommen. So, jetzt hier schön. Jetzt über die Röhre schön rüber. Oh mein Gott, pass auf diesen Rutschig. Pass auf diesen Mega-Rutschig. Sehr gut aufpassen auf jeden Fall auf diesen ganzen Röhren, weil das kann echt nach hinten losgehen. Ganz, ganz komisch. So, jetzt sind wir hier im Dingen, im Labyrinth wieder. Oh, aber irgendwer hat wieder Pfeile gemalt. Siehst du das direkt? Oh ja, das ist doch aber nicht der richtige Weg, oder? Das ist doch locker eine Falle hier oder so, ne? Ey, das war viel zu leicht jetzt, oder nicht? Als ob wir jetzt hier hin müssen. Das glaube ich nicht, oder? Doch! Ey, jetzt was? Oh, irgendwas wie leicht cool war uns, das? Ne? Vorsicht auf die Vorsicht. Segen. Ist gefährlich. Na gut, kein Problem, dann gehen wir hätte hier einmal so rüber. Hätte ich mir eigentlich auch denken können, dass die gefährlich ist. Ich wollte gerade was sagen, also ich meine, oh mein Gott, du darfst sogar nicht die blauen Sachen berühren. Ja, das habe ich mir auch gedacht, Das ist wahrscheinlich irgendwie so unter Strom gesetzt oder so von denen. Ja, das ist ganz, ganz komisch. So ganz, ganz crazy. So und zack. Okay, optimal, sehr gut. Jetzt können wir nämlich schön hier... Hier rüber. Ja, und guck mal, was da noch kommt, da links die Polizeiautos. Guck mal, wie krass sehen die denn aus? Wie cool, glaubst die sehen aus wie echt. Glaubst du, die suchen uns gerade? Ich glaube, Eddie, dass wir die gleich fahren können. Komm, lass mal schnell mal fertig machen. Das wäre natürlich auch cool, wenn wir jetzt hier gleich Polizeiautos fahren können. Alter, wie krass wäre das denn, Hoffnung. Bitte? Hoffnung? Hoffnung. Das hört sich doch gut an. Jo. Hier auf das Fass. Wer ist das denn hier? Was ist das denn für einer? Ich bin Barrys Geist. Hä? Okay. Was ist denn da? Ich will euch helfen. Hä? Hä, was ist denn mit dem? Mögt ihr Halloween? Ich liebe Halloween. Ja, du schon auch? Ein bisschen irgendwie, ne? Ich bin schon Halloween-Fan, ja. Lauft an die Pranken. Los. Hä? Schnell. Schnell die Planken. Oh mein Gott. Ich bin drauf. Oh nein, ich hab's nicht geschafft. Du musst schnell sein. Oh mein Gott, du musst. Oh mein Gott, die Länge. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh. Mann. Digga, ich kann das nicht schaffen. Hier, vorsichtig. Ey, die Längen. Verdammt. So, jetzt habe ich's. Okay. Ich hab's geschafft. Ja, nicht schlecht. Ich war ein bisschen zu. Ich war zu übereifrig. Ich weiß, ich weiß. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay, ist ein bisschen. Hier auf die Lüftung. Oh mein Gott, da ist er. Wer denn? Da ist Barry. Komm, auf die Lüftung. Oh mein Gott. Barry Boy, das ist der. Guck mal, wie der aussieht. Oh mein Gott, was? Ich dachte, der ist nicht so krass. Ich dachte auch nicht, dass der Sohn. Ich glaube, bist du sicher, dass das sein Sohn ist?
könnte auch sein... sein krasser, trainierter Bruder sein. Sein Anabolika-Sohn kann das auch sein. Ja, kann auch sein. Ist so. Oh, ist mein so. Gott, der hat mich aufgefuttert. Hey, aua, 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 aua. Ich liege hier auf dem Boden. Ey. Au, der hat mich aufgefuttert. Der hat gar nicht viel mit sich reden lassen. Der hat direkt Alter, aufgesaugt. Alter, der steht eingeatmet hat er gerade. Menschen. Was soll das denn? Wir wurden gegessen, Broxo. Und jetzt sind wir hier bei dem drin. Und das müsst ihr probieren. Oh Gott. Probieren, bei dem verdaut zu werden. Ne? Das heißt, wir werden aus Barry ausgekackt ekelhaft. Gleich. Guck mal, jetzt sehen wir auch, was der gegessen hat. Hier so Kekse, Cookies, Oreos. Eis. Was hier? Er ist so schnell. Ja, Anabolika, du hast recht gehabt. Hier, guck mal. Guck mal, so ja. So Anabolika-Tabletten. Ja. Ich wusste doch, dass er sich da irgendwas gönnt. Mit dem stimmt doch was nicht. Der ist ganz, ganz verrückt unterwegs, der Barry. Mhm. So, ja, jetzt hier ganz vorsichtig über die ganzen Laser rüber, ne? Immer wichtig. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo sind wir jetzt hier? Was ist... Oh mein Gott, nein, wir müssen entscheiden. Nein. Sagst du rechts oder links? Nein. Danach entscheide ich die nächste. Okay, rechts ist richtig. Okay. Guck. Mann, ey. Weißt du, 50-50-Chance. Ich zeig dir mal, wie es geht. Links, okay. Es ist links, links, rechts. Oder? Nein. Es ist links, links, rechts. Als wenn du das dreimal links ist. Nein, ich bin hier aus den hinten rumgelaufen. Ja, ist klar. Ich hab das direkt richtig gemacht. Klar. Kannst du sehen in meinem Video. Ich hab gesehen, wie du es richtig gemacht hast. Du bist auch nicht gerade draufgegangen eben, ne? Doch. Du bist... Guck mal, wir sind hier alles, bei SpongeBob in der Gummizelle oder was? Guck mal, nicht in der krassen Gummizelle, ne? Oh Gott. So, jetzt hier ganz cool werden. Alles ist entspannt. Oh Gott, ne? Bitte hört auf. Lass mal bitte hier einfach nur noch hoch. Vielleicht kommen wir ja raus wie Durchfall. Guck mal, was hat er gemacht? Hat er hat so Mais Cookies gegessen und so andere proteinreiche Essenssachen. Au! Der isst nur so proteinreiche Sachen. Du hast die Sachen. Kacke berührt, das ist ja ekelhaft. Das ist echt ekelhaft, jetzt berühre ich dich. Ja! Nix jetzt, ich geh weg von dir. Hau ab. Au! Mano! Du bist schon wieder... Warte, Mann, das tut weh. Das ich dachte, wir wurden gerade ausgekackt. Ausgeknackt? Ah, nee. Der hat uns hier aus diesem Dingens rausgepfeffert. Jetzt haben wir so ein Parcours der Knochen. Okay. Okay, sind wir jetzt... Wo bist du denn? Ich bin da, okay. Hier, Parcours der Knochen. Ja. Das heißt, er hat nicht nur uns ausgekackt, sondern auch Knochen. Ich meine, die verdaut man ja auch nicht, ne? Die muss man doch anderen Tieren oder so, ne? Also wirklich, ich gucke hier auch nicht richtig hin. Also, du bist ja heute aber gar nicht in Orbis. Ich weiß auch nicht, was los ist. Es ist zu früh am Morgen. Es ist einfach zu früh am Morgen. Ich sehe Licht. Ich gehe jetzt zu den Polizeiautos. Ich sehe auch Licht. Ich sehe doch Licht da oben. Da ich gehe jetzt zu den Polizeiautos und ich klaue mal ein Polizeiauto. Ich glaube mir auch eins. Guck, warte. Oh, geh zum Helikopter, sagt er. Zeig mal. Hier, wir können zum Helikopter gehen. Stimmt. Warte mal, können wir damit jetzt abhauen? Helikopter. Helikopter. Ich hoffe, dass wir jetzt da reingehen können. Oder? Ich glaube. Oh mein Gott, wo sind wir denn gefahren? Oh nein. Was? Der Teufel! Du kannst hier nicht entkommen, hat er gesagt, der Teufel. Links. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist mit dir? Bitte. Oh mein Gott. Alter, was ist mit dir gewesen? Digga, hast du gerade gesehen? Digga, wie krank. Nee. Ich habe meinen Kontrollpunkt schon. Oh mein Gott, was ist das für ein krasser Turm? Ich kann jetzt hier nämlich außen entspannt hier langlaufen. Ich glaube, hier geht's hoch. Hä, du bist ja richtig lost. Nein, du kannst hochspringen. Du bist noch gar nicht gesprungen. Man hat Jump Boost bekommen. Wo denn Jump Boost? Aber check mal, du kannst auch auf die Dinger hoch. Du musst auf den Turm hier hoch. Oh mein Gott, man kann jumpen höher. Ach so. Also wirklich. Hey, wusste ich nicht. Ich dachte, du Spätzünder. Und was ist jetzt hier? So. Du musst dorthin gehen. Du musst dorthin gehen, sag ich. Was machst du denn? Du musst dorthin gehen. Guck mal, hier ist so ein krasses Orakel oder sowas. Alter, und da kann man durchgehen. Du bist auch so ein krasser Oktopus. Ich hab gar nicht Oktopus gesagt. Ich hab Orakel gesagt. Orakel damals war aber Oktopus. Gar so, nicht. Komm jetzt hier schön hoch. Da bist du ja. Was machst du denn? Was machst du hier? Kennst du das, diese Frau, die so redet? Was machst du? Was machst du? So, sieh zu jetzt. Ich warte hier nicht mehr lange. Ich geh gleich durchs Orakel durch. Nächster, ich bin jetzt hier fast da. Ich bin nur gerade auszusehen. Unter das Ding. Also, siehst du. Das soll ein Mandala sein? Nein, das sieht aber auch ein bisschen aus wie ein Mandala. Muss dort reingehen. Durch hier und rauf hier. Was da ist Barry. Oh mein Gott. Leise. Oh mein Gott, wir sind aus dem Gefängnis quasi jetzt. Okay, warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Schnell. Ja? Warte mal. Schnell. Ich glaube hier ins Loch, da ins Loch rechts hier. Einmal getreten habe ich. Warte mal, ich trete auch nochmal. So, okay. Okay, sehr schön. Hä? Was? Lass uns jetzt rausgehen. Huh?
Also jetzt reicht's mir langsam. Jetzt reicht's mir langsam. Das war jetzt aber kein Tagtraum oder so. Oder sind wir jetzt noch in der Zelle drin oder was? Find das Seil und klick. Ah ne, hier kann man glaube ich rausgehen. Abkürzung! Oh Gott. Alter, ja, wo nicht bist, schlecht. Wo bist denn du? Ach, du läufst den Umweg. Das war eine krasse Abkürzung gerade von dir, ne? Ja, ich habe hier schon das Seil und jetzt... Da oben sind unsere Freunde, guck mal. Ja, wir kommen. Schnell, wir kommen. Wir müssen jetzt ja, wir müssen das schnell. Barry, schnell, hochschmeißen, schnell. Wirf das Ding hoch, Kaspar. Ich schmeiß doch schon, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zack, ich kletter hoch das Seil hoch. Hoch hier. Kurz so eine Leiter geflogen. Da seid ihr, Jungs, sehr gut. Ja. Und... Ja! Guck mal, wir sind entkommen aus dem Gefängnis. Oh mein Gott, wie krass, sehr schön. Alter, Freiheit jetzt hier im Baumhaus spielen. Yes, und darauf erstmal Käffchen. Lecker. Freunde, das war eine krasse Folge. Tut mir den Gefallen, checkt erstmal mal ein Video aus, lasst ein Like und auch ein Abo da. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Bis dann und ciao, ciao.